Ihr kennt das sicher. Da treffen sich einige PolitikerInnen mit VertreterInnen von Spitzenverbänden oder Großunternehmen, bekommen hier und da ein paar Spenden, Posten oder einen Luxusaufenthalt nebenbei. Später setzen sie sich dann für deren Interessen politisch ein. Plötzlich erinnert sich auch niemand mehr an irgendwelche Gespräche. Außerdem ist Einflussnahme ja auch ein sehr dehnbarer Begriff. Wir Piraten haben da was, was nicht nur Erinnerungen auf die Sprünge hilft. Gnadenlose Transparenz. Wir fordern die Offenlegung der Einflussnahme von Interessenverbänden und LobbyistInnen auf politische Entscheidungen, um den gesamten demokratischen Prozess zu schützen, sowie die Grundlagen von Entscheidungen überhaupt transparent zu machen. Wir benötigen ein Lobbyregister für den Bundestag, das diesem Namen auch tatsächlich gerecht wird. Dieses muss vom Bundestag öffentlich digital zugänglich gemacht werden. Da die Ausübung des Mandats im Mittelpunkt der Tätigkeit der Bundestagsabgeordneten steht oder stehen sollte, brauchen wir eine maximale Anzahl an Funktionen in Aufsichts-, Verwaltungs- und Beiräten sowie sonstiger Gremien. Nach dem Mandat brauchen wir angemessene Karenzzeiten für PolitikerInnen, damit künftige Interessen nicht mit den derzeitigen in Konflikt stehen. Die Offenlegung aller Nebeneinkünfte zählt ebenso zur Transparenz dazu. Und zwar nicht in Stufen, sondern auf den Cent genau. Auch das muss öffentlich für jede und jeden zugänglich gemacht werden. Auch sollen einzelne Abgeordnete keine direkten Spenden erhalten dürfen, sondern lediglich deren Parteien und Wählervereinigungen. Wir fordern darüber hinaus eine Anzeigepflicht für politisches Sponsoring, um auch die Praxis der indirekten Unternehmenszuwendung an Parteien transparent zu machen. Wie war das noch gleich mit dem "Wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten", als es um die Freiheitsrechte von BürgerInnen ging? Dann doch lieber einen gläsernen Staat statt gläsernen BürgerInnen. Am 26. September Piraten wählen.